meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich finde es toll, dass so viele Leute zu dieser Demonstration gekommen sind. Herzlichen Dank auch an die Organisatoren. Wir dürfen den schwarzen Donnerstag nicht vergessen. Und wir werden ihn nicht vergessen. Das Demonstrationsrecht ist ein Menschenrecht. Und wir werden es auch in Zukunft gegen Polizeiwillkür durchsetzen. Nur Rechte, die man wahrnimmt, bleiben einem auch erhalten. Wenn man sie nicht wahrnimmt, gehen sie verloren. Und wir sehen hier auf diesem Platz, dass es sehr viele Leute gibt in unserer Gesellschaft, die bereit sind, auch Widerstand zu leisten. Und das ist besonders toll, weil dominierend in unserer Gesellschaft ist Anpassung und Stromlinienförderung. Ihr seid anders. Ich sollte ein wenig über die politische Großwetterlage nachdenken, haben mir die Organisatoren als Aufgabe gegeben. Wir haben vor kurzem eine Bundestagswahl erlebt, die eine rot-rot-grüne Mehrheit erbracht hat. Aber die Mehrheit ist klein und viele wollen sie einfach nicht wahrhaben. Deshalb wird vermutlich im Grundsatz alles beim Alten bleiben, aus Gelb und Rot. Und vielleicht bekommen wir ein paar kleine sozialpolitische Verbesserungen. Warum hat politische Gesamtlage die größte Oppositionspartei nicht besser abgeschnitten? Ich sehe drei Gründe. Durch die Hartz-Reformen hat sie langfristig ihre Glaubwürdigkeit verloren. Links blinken und rechts abbiegen, so wird ihre Politik wahrgenommen. Zweitens, niemand konnte vor den Wahlen mehr glauben, dass es wirklich für eine rot-grüne Mehrheit reichen würde. Warum ein Projekt wählen, das von vornherein zum Scheitern verurteilt ist? Und zum Dritten, der Spitzenkandidat gehörte ersichtlich zu denen da oben. Wer keinen Wein trinkt, der billiger ist als 10 Euro. Wird kaum Verständnis für die Probleme der unteren zwei Drittel der Gesellschaft haben. Vortragshonorare über 20.000 Euro, das sind dann nur noch goldene Worte, was der Mensch spricht. Warum sollen Straßenbahner oder eine Krankenschwester so einen eigentlich wählen? Nun muss man sehen, dass auch die anderen Oppositionsparteien Stimmen verloren haben. Ihre Mehrheit kommt nur zustande, weil die FDP aus dem Parlament geflogen ist. Irgendwie freut man sich da ja schon. Insbesondere der Linkspartei kann man die Vorwürfe nicht machen, die an die große Oppositionspartei gehen. Doch es kommen noch andere Faktoren dazu. Presse, Rundfunk und Fernsehen sind frei. Das ist sogar vom Grundgesetz gewährleistet. Irgendwie wissen aber die meisten Journalisten, nicht alle, die meisten Journalisten trotzdem, was sie zu schreiben haben. Nehmen wir mal das Beispiel der Piraten. Interessant seien sie. Was ganz Neues und Undogmatisches konnte man vor 2 Jahren überall lesen. Der neue Stern kam im Landesparlament, erst in Berlin, dann auch anderswo. Doch plötzlich drehte der Wind. Sie haben ja gar kein Programm, die Piraten, hieß es da. Also nichts Seriöses. Dann machten sie ein Programm, aber darüber schrieb dann keiner. Streiten würden sie sich wie die Kesselflicker, so hörte man. Und was wichtiger war, man hörte nur noch Negatives, nichts anderes mehr. Klar, dass es dann abwärts ging in den Umfragen und schließlich auch bei den Stimmen. Die Linkspartei ist mittlerweile daran gewöhnt, dass über sie nur Negatives berichtet wird. Wenn sie eine gute Idee hat, wird es höchstens in der jungen Welt erwähnt, sonst wird das mit Schweigen übergangen.
Aber wenn auf dem Parteitag nach der Wahl eines Vorsitzenden viele Delegierte die Internationale singen, das wird berichtet. Einen Bürgerschreck aufzubauen ist immer gut. Da wissen viele Journalisten, was sie schreiben müssen. Die Sachprobleme spielten in den Berichten über den Wahlkampf eine geringe Rolle. Wie Boris Becker oder Dieter Bohlen lehnen, das ist wichtig, das erfährt man in jedem Detail. Aber wie das untere Drittel dieser Gesellschaft lebt, das immer größer wird, das erfährt man nicht. Da fehlt der Sensationswert. Jeder kann reich und glücklich werden, so wird verkündet. Aber das ist wie im Lotto. Jeder kann einen Millionengewinn machen, aber eben nicht alle. Vielleicht einer von 10 Millionen zieht das Glückslos und die anderen hecheln weiter hinterher. So werden die Menschen für dumm verkauft. Doch nicht jeder lässt sich auf diese Weise einfangen. Politik findet nicht nur alle 4 Jahre bei Wahlen statt. Wenn sich in der Gesellschaft Widerstand regt, ändern die Herrschenden auch mal ihre Politik. Nehmen wir die Kernenergie. Rot-Grün hat als Ergebnis eines langen Kampfes den allmählichen Ausstieg beschlossen. Schwarz-Gelb hatte das Gefühl, dass der Widerstand nicht mehr so stark sei und beschloss den Wiedereinstieg oder wie man sagte, den Ausstieg aus dem Ausstieg. Dann kam Fukushima. Das würde zu einer deutlichen Stärkung des Widerstands führen, erkannte die Kanzlerin. Am Ende könnte sie den Kampf sogar verlieren. Also entschied sie sich für die sogenannte Energiewende. Das heißt als ersten Schritt Schließung einiger Kernkraftwerke und man sieht, es geht ohne weiteres, auch ohne sie. Oder nehmen wir ein weiteres Beispiel, wo auch die Volksstimmung, die Grundhaltung der Bevölkerung sich umgesetzt hat in praktisches politisches Handeln. Die bayerische Landesregierung wollte eigentlich die Studiengebühren beibehalten. Dann kam es in Bayern zu einem Volksbegehren. Die Volksabstimmung wäre wahrscheinlich für die CSU schlecht ausgegangen. Also hat man lieber gleich nachgegeben und die Studiengebühren abgeschafft. Man kann also durchaus etwas erreichen, wenn man sich nur richtig wehrt. Man hat nicht immer Erfolg, klar. Es gilt weiter der alte Satz, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Was beim Widerstand manchmal fehlt, ist eine Sicht auf die ganze Gesellschaft. Wir haben es bisher nicht geschafft, die marxische Gesellschaftsanalyse auf die heutige Lebenswelt zu übertragen. Einzelne Elemente existieren. Etwa bei der Analyse des Finanzkapitals. Aber auch da gibt es Defizite. Die Banken dürfen nicht zusammenbrechen, ist ein allgemeines Glaubensbekenntnis. Warum eigentlich nicht? Was würde passieren, wenn es doch geschehen würde? Darauf findet man keine Antwort. Mag sein, dass die Situation noch schlimmer wäre. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber ich hätte gerne gewusst, warum. Das tatsächliche Verhalten der Banken spielt im Übrigen in der Diskussion eine viel zu geringe Rolle. Bei manchen Geldinstituten bekommt man wichtige Informationen erst, wenn man mindestens 2 oder 3 Millionen besitzt. Da beginnt dann bei den Banken der richtige Mensch. Die Kleinen werden mit anderen Dingen abgespeist und bekommen bestenfalls einen Inflationsausgleich. Wie funktioniert diese Gesellschaft genau? Warum können Leute wie Altenpfleger, Straßenreiniger, Krankenhausärzte arbeiten, bis sie umfallen, ohne dass sie wirtschaftlich auf einen grünen Zweig kommen? Während sich ein Investmentbanker oder ein Unternehmensberater mit 40 in der Karibik niederlassen oder von seinem Geld leben. Aber gibt es nicht eine allerhöchste Instanz, die jeder Form von Widerstand Grenzen zieht?
Sie wird derzeit nicht mehr von einem Kleinbürger aus Texas repräsentiert, sondern von einem Friedensnobelpreisträger. Habt ihr einen Unterschied bemerkt? Das ist so ein bisschen wie Markus und Kretschmann. Guantanamo gibt es immer noch. Die Feinde haben keine Rechte im sogenannten Rechtsstaat der USA. Das hat man auch bei der Hinrichtung von Bin Laden gesehen. Und wenn man auf eine Militäraktion verzichtet, wird ja wohl in Syrien so sein. Dann nicht aus Friedensliebe oder Achtung vor den Menschen, sondern weil dem Staat so langsam das Geld ausgeht. Und im Übrigen weiß man genau, was im letzten Winkel der Welt passiert. NSA macht's möglich. Big Brother is watching you. Überall auf der Welt. Auch hier. Ich will keinen oberflächlichen Anti-Amerikanismus predigen, sagte man mir. Ich soll das nicht tun. Aber meiner ist gar nicht oberflächlich. Ich finde Land und Leute in Ordnung. Das Problem sind die Regierenden. Aber man sollte vor diesen Regierenden nicht zu viel Angst haben. In Lateinamerika haben wir heute fast nur noch Staaten, die sich dem Herrschaftsanspruch der USA widersetzen. Kuba, Venezuela, Bolivien, Ecuador, Uruguay, aber auch Argentinien und Brasilien. Dort protestiert man übrigens sehr viel nachhaltiger gegen NSA als bei uns. Allerdings erfährt man das nur, wenn man bestimmte Zeiten. Auch die Chinesen lassen sich nicht vorschreiben, wie sie sich verhalten sollen. Und selbst die Russen haben trotz ihrer schlechten Regierung außenpolitisch wieder Selbstbewusstsein entwickelt. Die Zeit der US-Allmacht ist vorbei. Wir können unsere Gesellschaft selbst gestalten. Wir müssen nur bereit sein, unser Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. In diesem Sinn, oben bleiben. Danke. Wolfgang Deutler für diesen Redebeitrag mit geweiteten Blick.